dieser Panzer ist für mich einer der Panzer, die man sich immer wieder mal ansehen kann. Das oder der oder die Badget 25T. Eigentlich das oder die Badget, je nachdem. Auf jeden Fall nicht der Badget. Und Captain Farmer spielt den Panzer hier für uns. Sehr TD-lastig sein Team, wie man sieht. Also hier Grille, 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 Jagdpanzer, Objekt. Also fast alle 10er Panzer sind TDs, bis auf er im Medium und der T57 Heavy im offiziellen schweren Panzer. Aber so wirklich schwer ist der ja auch nicht. Und das Gegnerteam ist da doch ein bisschen runder aufgestellt. Also da sind es nur drei Grillen und ansonsten Heavys und mittlere. Keine Artis im Spiel. Das ist natürlich auch noch immer wichtig zu erwähnen. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen kann. Granaten sollte er gleich alle im Rohr haben. Vielleicht auch nochmal ein Wort dazu. Er hat 25 Normal- und 5 Premium-Munition am Start. Und da hinten gleich die Grille. Ja, der trifft schon gut. Und natürlich ist die Grille, sofern man sie denn so bekommt wie hier, ein sehr dankbarer Gegner. Da hat er sogar nochmal einfach mal auf Verdacht nochmal da hinten reingehalten. Da ist wieder die Grille offen. Jetzt macht er hier mal den Gucker, sieht aber in dem Fall mal nichts. So, jetzt ist auf jeden Fall auch da alles im Magazin, was er so an Munition haben kann. So, und da ein Tiger. Erster trifft. Und ja, der zweite, der ist dann gefühlt eigentlich nur noch Formsache. Aber auch der T32 kriegt dann nochmal sein Fett weg. Und jetzt rückwärts raus. Und nochmal auf den. Ein One-Shot. Ja, und dann nimmt er den raus. Das war ja eigentlich schon fast nur Nebensache. So, die Grille fährt jetzt hier in die Parade. Da muss man ein bisschen außen vor, aber das ist ja kein Problem. Man hat ja mit der Badget einen schnelleren Panzer und hier hat er jetzt da die Nase vorne und versteckt sie jetzt erstmal, wartet da. Ja, die Grille denkt sich, nee, ist mir egal, ich fahre da jetzt vor, ich habe das lange Rohr. Und hier Conqueror, jetzt hat er nachgeladen. Jetzt fährt er seitlich ran. Jetzt ist Munition am Start. Jetzt geht er aufs Rad. Hält ihn hier getrackt. Und ja, der arme Conqueror hatte da keine Chance. Zwei solche Monster gegen sich. Foch verschießt. Aber er kommt leider auch nicht durch. Dementsprechend kein Schaden hier. Aber halb so wild. Da kommt bestimmt noch was nach. So, die Grille wurde von der Grille zerstört. Passender kann es ja gar nicht sein. So, und da steht noch einiges. Also, nachgeladen hat er. Und jetzt STB1. Zwei Schüsse. Raus damit. Und hier kommt die Grille. Ist jetzt gekettet, war gekettet. Jetzt geht er auf den, was war es? AMX, genau. Und jetzt noch ein Schuss auf die Grille, der hat auch getroffen. Doofes Lag, aber wie gesagt, das ist zurzeit mit der Version einfach bei Replays so. Müssen wir wohl mit leben. Aber wir haben ja noch gerade gesehen, die Grille hat er das zweite Mal auch noch getroffen. So, über 5000 Schaden hat er bis dato. Da rechts von ihm steht noch der AT.
Der schaut auch schon ganz böse. Da ein bisschen zu früh rausgefahren. Aber jetzt muss ich hier Gas geben. Sonst steht er da nämlich am T95. Aber jetzt konzentriert er sich auch zuerst mal auf den. Wobei ich hätte mich jetzt eher auf den AT konzentriert. Zumindest so, dass er mich nicht beschießen kann. Aber alles kein Problem. Jetzt kann er in Ruhe nachladen. Dem AT so gesehen ausweichen. Das heißt, gerade jetzt nach vorne, da hat der AT keine Chance. Hinter ihm gibt es auch eine Grille, die auf den AT drauf schießt. Also, da hat der AT selber auch keine Chance. E5 da auch noch. So, jetzt ist der 95er mal weg. Nachgeladen hat er zwar noch nicht, aber jetzt gibt es da noch den E5. Das heißt, jetzt mal raus, blinzeln. Jetzt hat er den Hit bekommen. E5 lädt verhältnismäßig schnell nach. Da darf man nicht das Ganze unterschätzen. Aber jetzt, last but not least, der Type 5 schwer dann noch, den er bezwingen muss. Drei Schuss hat er noch im Magazin. Auto-Aim. Und jetzt an die Seite. Erster. Ah, nee. Schade, dass er der erste eine nicht durchgegangen ist. So wird er noch zerstört und dann erst der Type. So hätte er noch den fünften Kill machen können, aber er hat in Summe über 8000 Schaden gemacht. Ganz genau zu sein, 8294 und auch noch fast 3000 unterstützt. Und so soll es sein, so macht das Spaß. Ja, es war eine schöne Runde und ich schaue mir diesen Panzer immer sehr gern an. Ich hoffe, euch geht's ähnlich und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Euer Alcaramba.